Hallo, mein Name ist Paul Mahr. Ich habe mir eine neue Geschichte vom kleinen Känguru ausgedacht. Die Musik dazu macht Matthias Turo. Die Geschichte, die ich euch erzählen will, hat natürlich auch einen Titel. Psst. Die Geschichte heißt Ruhe bitte! Entschuldigung. Die Geschichte heißt natürlich nicht Ruhe bitte. Die Geschichte heißt Das kleine Känguru lernt fliegen. Das kleine Känguru ärgert sich über die Vögel. Morgens um 6 sitzen sie draußen auf dem Fensterbrett. Sie streiten, sie schreien durcheinander und machen einen Lärm, als wären sie die einzigen Tiere auf der ganzen Welt. Sechs Uhr, nicht zu fassen, schimpft das kleine Känguru. Hey, ihr da draußen, ich will noch ein bisschen schlafen. Aber die Vögel lärmen weiter. Ruhe! Brüllt das kleine Känguru von seinem Bett aus. Aber das hört wohl keiner. Oder keiner hört zu. Ärgerlich steigt das kleine Känguru aus dem Bett. Es öffnet das Fenster und ruft: Hey, streitet gefälligst woanders. Los, schwirrt ab. Setzt euch im Park auf einen Baum. Da könnt ihr meinetwegen schreien, bis ihr schwarz werdet. Ich will schlafen, verstanden? Die Vögel hören auf zu streiten. Neugierig sehen sie das kleine Känguru an. Greg, Greg. Bis wir schwarz werden, fragt ein Rabe und blinzelt den anderen Vögeln zu. Aber ich bin doch schon schwarz. Dann darf ich wohl hier bleiben. Ja, ja, ja. Die anderen Vögel finden diesen Witz so gut, dass sie vor Lachen kaum noch den Schnabel zukriegen. Hört auf! Hört auf mit dem albernen Gekicher, ruft das kleine Känguru. Die Amsel sagt, sieht es nicht niedlich aus, wenn es so wütend ist? Schaut nur, was es für einen gestreiften Anzug anhat, ruft die Drossel. Der Fink sagt, piep, 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 piep. Es spielt Zebra. Nein, 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 bestimmt will es ein Tiger sein, sagt der Star.
Tiger, ein Tiger, ein Känguru. Tiger, ein Tiger, ein Tiger, ein Känguru. Tiger. Die Vögel wollen sich ausschütten vor Lachen. Wieso? Was habt ihr nur? Das ist ein ganz normaler Schlafanzug, sagt das kleine Känguru. Di, di, di. Hi, hi, hi. Es zieht einen Anzug an, wenn es ins Bett geht. Habt ihr das gehört? Die Vögel fallen fast vom Fensterbrett vor lauter Lachen. Das kleine Känguru wird immer wütender. Es schreit: Ihr eingebildeten Vögel, ihr denkt wohl, ihr seid was Besonderes, nur weil ihr fliegen könnt, was? Kannst du denn fliegen? Fragt der Rabe spöttisch. Oder dein Freund, der kleine Hund? Oder die Springmaus? Der dicke Elefant vielleicht, ja? 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 Fliegen kann jeder, wenn er nur will, behauptet das kleine Känguru in seiner Wut. Nichts leichter als das. Man muss nur ein bisschen üben. Die Vögel hüpfen in die Luft vor Vergnügen. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Das kleine Känguru kann fliegen. Es muss nur ein kleines bisschen üben. Wie lange muss es denn üben, bis es so weit ist? 10 Jahre. Oder vielleicht 100? Höchstens eine Woche, sagt das kleine Känguru. Wie interessant, eine Woche, ruft der Spatz. Habt ihr das gehört? In einer Woche zeigt uns das kleine Känguru, wie gut es fliegen kann. Kommt alle mit, das müssen wir gleich den anderen Vögeln erzählen. Ja, 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 das müssen wir, sagt der Rabe. Er fliegt los und ruft: Auf Wiedersehen in einer Woche, am nächsten Donnerstag. In einer Woche, in einer Woche, ruft die ganze Vogelschar. In einer Woche, am Donnerstag. Und schon schwirren alle davon. Das kleine Känguru legt sich wieder ins Bett. Nun ist es zwar ganz still draußen, aber schlafen kann das kleine Känguru trotzdem nicht mehr. Was soll ich nur machen? Fragt es sich. Weshalb habe ich nur so einen Unsinn erzählt? Am nächsten Donnerstag kommen nun alle und wollen mich fliegen sehen. Das gibt vielleicht ein Gelächter. Ich muss den kleinen Hund um Rat fragen. Vielleicht kann er mir helfen. Gleich nach dem Frühstück hüpft das kleine Känguru los zur großen Wiese. Der kleine Hund liegt im Gras und lässt sich die Morgensonne auf den Rücken scheinen. Wie immer stellt er wachsam die Ohren auf, als er das kleine Känguru heranhüpfen hört. Hallo, kleiner Hund, du musst mir helfen, sagt das kleine Känguru und erzählt ihm die ganze Geschichte. Der kleine Hund macht ein sorgenvolles Gesicht. Das wird schwierig, 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 meint er und kratzt sich mit der linken Vorderpfote hinterm linken Ohr. Lass uns ganz logisch denken. Womit fliegen die Vögel? Mit Flügeln, sagt das kleine Känguru. Der kleine Hund nickt. Er fragt: Und woraus bestehen die Flügel?
Aus Federn, antwortete das kleine Känguru. Richtig. Du brauchst also Federn, erklärt der kleine Hund. Wie stellst du dir das vor? Soll ich mir vielleicht Federn wachsen lassen? Fragt das kleine Känguru. Der kleine Hund überlegt. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Jedenfalls nicht in einer Woche. Wir müssen also Federn sammeln. Hühnerfedern, Adlerfedern, Geierfedern, alle großen Federn, die wir finden. Wenn wir ganz viele haben, bauen wir dir einfach zwei Flügel. Und damit kann ich dann fliegen? Fragt das kleine Känguru hoffnungsvoll. Der kleine Hund kratzt sich mit der rechten Hinterpfote am rechten Ohr. Vielleicht, sagt er, wenn du Glück hast. Aber bestimmt nicht lange und auch nicht besonders weit. Das macht nichts, sagt das kleine Känguru. Hauptsache, ich fliege, damit die frechen Vögel nicht recht behalten. Die ganze Woche über sammelt das kleine Känguru Federn. Der kleine Hund hilft ihm dabei. Und schließlich auch die kleine Springmaus, die Freundin vom kleinen Känguru. Am Mittwochmorgen haben sie genügend Federn gefunden. Aus zwei Stöcken, etwas Stoff und ein paar Lederriemen und vielen großen Federn leimen sie zwei künstliche Flügel zusammen. Dann dauert es noch einmal einen halben Tag und eine Nacht, bis der Leim trocken ist. Am Donnerstagmorgen kann das kleine Känguru die Flügel zum ersten Mal über die Arme ziehen. Es schwingt sie auf und ab und auf und ab und wedelt dabei so viel Staub auf, dass die kleine Springmaus heftig niesen muss. Gesundheit, wünscht das kleine Känguru und hört auf, mit den Flügelarmen zu wedeln. Es fragt, bin ich eigentlich geflogen oder nicht? Wenn ich ehrlich sein soll, keinen Zentimeter, sagt der kleine Hund. Du bist zu schwer, du kommst nicht vom Boden hoch. Du solltest nicht von unten nach oben fliegen, sondern vielleicht eher von oben nach unten, von einem Stuhl aus zum Beispiel oder von einem Berg. Hinter unserem Haus gibt es einen Hügel, von dem werde ich losfliegen, sagt das kleine Känguru. Als es mit seinen Federflügeln auf den Hügel klettert, haben sich im Nu die Vögel versammelt. Guckt, 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 guckt euch das an, rufen sie aufgeregt. Das kleine Känguru will wirklich fliegen. Es ist völlig übergeschnappt. Kommt alle her, kommt, 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 kommt. Das kleine Känguru lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Es steht oben und wedelt mit den Flügelarmen ganz gemächlich auf und nieder. Warte, warte, flieg noch nicht, ruft der kleine Hund. Er rennt weg und kommt mit drei Sofakissen wieder. Noch nicht, einen Augenblick, ruft die kleine Springmaus. Sie schleppt noch mehr Kissen an und legt alle am Fuß des Hügels nebeneinander und übereinander. Das kleine Känguru steht oben und wedelt immer noch ganz langsam mit den Armen.
Ich denke, du willst fliegen. Hältst du dein Mittagsschläfchen immer im Stehen? Fragt der Buchfink. Alle Vögel lachen. Noch 10 Sekunden bis zum Start, ruft das kleine Känguru und wedelt schneller und schneller. 10, 9, 8, 7, 6. Wohin fliegst du eigentlich? Auf einen Baum oder auf euer Hausdach? Fragt der Rabe. Das kleine Känguru lässt sich nicht stören und zählt weiter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es nimmt 3 Schritt Anlauf, wedelt noch heftiger mit den Flügelarmen, springt und fällt wie ein Stein zu Boden. Oh, wie gut, dass die vielen Kissen da liegen. So tut es wenigstens nicht sehr weh. Hey, habt ihr das gesehen? Ruft der Rabe. Das Känguru ist mächtig auf die Schnauze geflogen. Hingeflogen, 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 schreit die Schwanzmeise. Es ist runtergeflogen, krächzt die Krähe. Das kleine Känguru ruft. So, auf die Schnauze bin ich geflogen, was? Ja? Hingeflogen bin ich, runtergeflogen, ja? Ja, bist du, bist du, bist du, bist du. So krächzen und kreischen die Vögel. Das kleine Känguru verbeugt sich. Danke, dass ihr mir das bestätigt habt, sagt es. Es fragt den kleinen Hund und die kleine Springmaus. Ihr habt es auch gehört, ja? Die Vögel haben gesagt, ich bin geflogen. Ja, das haben sie. Stimmt genau, ruft die kleine Springmaus. Natürlich, stimmt, geflogen, ruft auch der kleine Hund. Warum soll man immer nur auf einen Baum oder auf ein Hausdach fliegen? Ist doch langweilig. Warum nicht mal auf die Schnauze? Das kleine Känguru hat nur behauptet, dass es fliegen kann. Und das hat es soeben getan. Herzlichen Glückwunsch! Danke, danke, keine Ursache, sagt das kleine Känguru bescheiden. Zusammen mit dem kleinen Hund und der kleinen Springmaus sammelt es die Kissen vom Boden auf und dann gehen die 3 Freunde zufrieden weg. Die Vögel ärgern sich natürlich gewaltig. Hey, hinfliegen ist noch lange nicht fliegen, schreit ihnen der Rabe nach. Aber die 3 tun so, als hätten sie es nicht gehört und verschwinden im Känguruhaus. Der Rabe ist sehr, sehr wütend. Er sagt: Na warte, das werden wir dir heimzahlen. Morgen früh wirst du schon sehen, was geschieht. Ah!
Aus Rache sitzen die Vögel am nächsten Tag schon morgens um 5 beim kleinen Känguru auf dem Fensterbrett. Sie krächzen und kreischen, sie singen und gackern, sie trillern und pfeifen, gackern und schnattern und machen solch einen Lärm, dass das kleine Känguru keine Sekunde mehr schlafen kann. Ärgerlich steigt es aus dem Bett und öffnet das Fenster und schimpft. Hey, ihr doofen Vögel, ich will schlafen, ruft es. Müsst ihr denn schon wieder bei mir auf dem Fensterbrett sitzen und so einen Lärm machen? Ob wir das müssen, das lässt sich schnell feststellen, sagt der Spatz ganz frech. Er fragt den Fink, musst du jeden Morgen auf dem Fensterbrett sitzen, kleiner Fink? Piep, 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 piep. Nein, ich muss nicht, sagt der Fink. Piep, piep. Und du? Ich auch nicht, lieber Fink. Aber vielleicht unsere Freundin, die Amsel. Musst du, liebe Amsel? Fragt der Spatz weiter. Lasst mich mal gründlich nachdenken. Nein, ich muss auch nicht, lieber Spatz, antwortet die Amsel. Na sowas, sie muss auch nicht, sagt der Spatz. Er fragt die anderen Vögel. Und ihr alle, müsst ihr das? Kein bisschen. Ich muss auch nicht. Ich übrigens ebenfalls nicht. Denkst du vielleicht, ich müsste? Nicht, dass ich wüsste, antwortet man ihm fröhlich. Der Spatz, der gemerkt hat, dass sich die letzten Sätze gereimt haben, fängt begeistert an zu singen. Denkst du, ich müsste, nicht, dass ich wüsste, denkst du, ich müsste, nicht, dass ich wüsste, denkst du, ich müsste, nicht, dass ich wüsste. Doch, ich muss, schreit der Rabe dazwischen und blinzelt den anderen Vögeln zu. Meine Oma hat gesagt, morgen um 5 sitzt du beim kleinen Känguru auf dem Fensterbrett, sonst reiß ich dir eine Feder aus dem Po, hat sie gesagt. Feder aus dem Po, Feder aus dem Po, Feder aus dem Po, kreischen die anderen Vögel. Sie lachen und wackeln vor Vergnügen mit den Flügeln. Wütend versucht das kleine Känguru, die Vögel wegzuscheuchen. Es schwenkt die Arme über dem Fensterbrett hin und her. Die Vögel flattern auf. Aber kaum hat das kleine Känguru mit dem Wedeln aufgehört, setzen sie sich wieder vors Fenster. Machst du jeden Morgen Turnübungen? Fragt die Blaumeise scheinheilig. Sowas nennt man Gymnastik, erklärt ihr der Buntspecht. Ja, so eine Wedelgymnastik ist sehr gesund, lobt die Goldammer. Und sie macht wach, hellwach, sagt der Rotschwanz. Ich mache nicht Gymnastik, das wisst ihr ganz genau, sagt das kleine Känguru. »Warum wackelst du dann mit den Armen?«, fragt der Grünfink. »Willst du vielleicht wieder fliegen, wie gestern?« Die Vögel lachen und schreien durcheinander. »Natürlich, fliegen, das ist es. Das kleine Känguru will wieder fliegen, wie gestern. Es will wieder mal auf die Nase fliegen, ja, auf die Nase fliegen. Fliegen, fliegen, fliegen und dann unten liegen. Immer munter, immer runter. Jetzt ist das kleine Känguru so wütend wie schon lange nicht mehr. Ihr Dummen, ihr Doofen, ihr eingebildeten Vögel, schreit es. Ihr meint wohl, ihr seid die Einzigen, die fliegen können, was? Das kann doch schon das kleinste Tier. Ach, wie interessant, krächzt der Rabe. Welches kleine Tierchen kann denn fliegen? Meinst du vielleicht deine Freundin, die Springmaus? Nein, den Maikäfer, sagt das kleine Känguru. Der Rabe ist verdutzt. An den Maikäfer hat er nicht gedacht. Darauf weiß er erstmal keine freche Antwort. Davon abgesehen kenne ich eine ganze Menge Mäuse, die fliegen können, sagt das kleine Känguru. Ihr braucht gar nicht zu denken, dass ihr die Einzigen seid. Jetzt ist der Rabe wieder oben auf. Mäuse
Habt ihr das gehört? Das kleine Känguru kennt Mäuse, die fliegen können, ruft er. Wann dürfen wir denn deine fliegenden Wundermäuse mal bestaunen? Zeigst du sie uns? Oder sind die gerade ausgeflogen nach Afrika oder Alaska? Das kleine Känguru sagt, die sind überhaupt nicht ausgeflogen. Heute Abend kann ich sie euch vorstellen. Heute Abend? Ruft die Lerche. Aber am Abend sind wir schon im Nest, das weißt du ganz genau. Du willst dich nur drücken. Ach ja, als Vögel geht ihr natürlich mit den Hühnern zu Bett, sagt das kleine Känguru. Na gut, dann treffen wir uns eben um 6. Um 6 Uhr bei uns im Garten. Und jetzt lasst mich gefälligst schlafen. Das kleine Känguru schließt das Fenster, legt sich wieder ins Bett und schläft in aller Ruhe ein. Gegen Mittag besucht er seine Freundin, die kleine Springmaus, und erzählt ihr von seinem Plan. Das ist gut, sehr gut, ruft die kleine Springmaus. Ich sage meinen 3 Cousinen, den Spitzmäusen, gleich Bescheid. Die machen ganz bestimmt mit. Gemeinsam hüpfen das kleine Känguru und die kleine Springmaus zu den 3 Spitzmausschwestern. Erzählt das kleine Känguru noch einmal, was es sich ausgedacht hat. Wir sollen uns in einen Ballon setzen, ist das nicht zu gefährlich? Fragt die erste Spitzmaus. Nicht in den Ballonkorb, der unten dran hängt, erklärt das kleine Känguru. Und wenn der Ballon nun abstürzt? Fragt die zweite Spitzmaus. Die frechen Vögel picken bestimmt in den Ballon und dann platzt er. Sei doch nicht so ängstlich, sagt die dritte, die jüngste Spitzmaus. Das wird endlich mal ein richtiges Abenteuer. Das kleine Känguru beruhigt die 3. Und außerdem, sagt es, fliegt ihr gar nicht richtig mit dem Ballon weg. Ihr sollt nur so tun. Es erzählt ihnen, wie sein Plan weitergeht. Die kleine Springmaus und die 3 Spitzmäuse sind begeistert. Sie spielen den frechen Vögeln nur zu gern einen Streich. Sehr gut, das wird ein Spaß, ruft die kleine Springmaus. Und die Spitzmäuse sagen, gut, wir machen mit. Nun muss das kleine Känguru nur noch eine große Schachtel finden. Am besten es fragt den kleinen Hund. Der weiß in solchen Dingen immer Bescheid. Der kleine Hund liegt wieder mal in der Sonne. Als das kleine Känguru und die kleine Spitzmaus bei ihm ankommen. Kleiner Hund, hast du zufällig irgendwo eine Schachtel gesehen? Fragt das kleine Känguru. Der kleine Hund überlegt. Ich habe eine ganze Menge gesehen. Einen großen Knochen gleich da hinten und eine Blechdose halb voll. Aber eine Schachtel habe ich nicht gesehen. Nur einen Karton gleich da vorne. Einen Karton mit Deckel? Fragt die kleine Springmaus. Der kleine Hund
nickt eifrig. Ja, der hatte einen Deckel, und zwar obendrauf. Aber das ist doch genau das, was wir brauchen, ruft das kleine Känguru. Wo ist er denn? Warum hast du uns das nicht gleich gesagt? Der kleine Hund kratzt sich mit der rechten Vorderpfote hinter dem rechten Ohr. Warum? Sagt er. Na, weil ihr nach einer Schachtel gefragt habt. Aber das ist doch das Gleiche, sagt die kleine Springmaus. Ehrlich? Gut, dass ich das jetzt weiß, falls ihr wieder mal nach einer Schachtel fragt, sagt der kleine Hund. Wozu braucht ihr denn diesen Schachtelkarton? Das kleine Känguru und die kleine Springmaus gucken sich erst um, ob auch kein Vogel zuhört. Dann flüstern sie es dem kleinen Hund ins Ohr. Sehr schön, da will ich auch dabei sein, ruft der kleine Hund. Kommt, wir holen gleich den Karton. Ihr müsst aber oben in den Deckel ein paar Luftlöcher stechen. Das stimmt. Der kleine Hund hat wirklich die besten Ideen, lobt das kleine Känguru. Die drei Freunde holen den Karton und tragen ihn ganz schnell ins Känguruhaus. Dort hüpfen das kleine Känguru und die Springmaus schnell die Treppe hinauf zum Dachboden. Sie müssen da oben erst noch mit jemandem reden. Und dann kann es losgehen. Stunden später, am Nachmittag, fliegt zufällig der kleine Fink über den Kängurugarten. Er guckt nach unten und sieht, was da vor sich geht. Aufgeregt sagt er gleich den anderen Vögeln Bescheid. Immer mehr kommen angeflattert. Sie setzen sich auf den Gartenzaun oder auf die Hecke und gucken. Im Garten belädt das kleine Känguru gerade einen schönen, bunten Freiballon. Der kleine Hund, die kleine Springmaus und die drei Spitzmäuse helfen ihm dabei. Die drei Spitzmäuse schleppen ganze Käseberge in den Korb, der unten am Ballon hängt. Die kleine Springmaus trägt Koffer und Kisten herbei. Der kleine Hund bringt eine Reisetasche. Das kleine Känguru holt noch eine Landkarte aus dem Haus und einen Leuchtglobus. Es sieht so aus, als würde da jemand für 4 Wochen verreisen. Im Gras neben dem Ballonkorb stehen große und kleine Schachteln. Auch eine mit Luftlöchern ist dabei. Als alles im Korb verstaut ist, ziehen sich die drei Spitzmäuse dicke, lederne Fliegerjacken an. Sie setzen eine Fliegermütze auf und eine Fliegerbrille. Sie sehen jetzt wirklich wie kühne Weltreisende aus und Abenteurer. So steigen sie eine Strickleiter hoch und in den Ballonkorb hinein. Der kleine Fink trippelt vor Aufregung von einem Bein aufs andere. Seht ihr's, ruft er den anderen Vögeln zu. Der Spatz flüstert, das Känguru hat einen Ballon für die Spitzmäuse gebaut. Damit werden sie wegfliegen. Wir sind blamiert. Dann hat es wirklich fliegende Mäuse gegeben. Die haben so viele schwere Sachen in den Ballon geschleppt. Vielleicht steigt er gar nicht. Der ist doch völlig überladen, flüstert der Rabe zurück. Laut fragt er das kleine Känguru, mit welchem Gas hast du eigentlich deinen schönen Ballon gefüllt? Wieso Gas? Fragt das kleine Känguru. Den habe ich aufgeblasen, ganz allein. Der Rabe kann das Lachen kaum unterdrücken.
Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Krächzt er halblaut den anderen Vögeln zu. Es hat seinen Ballon aufgepustet wie einen Kinderluftballon. Da ist nur ganz normale Luft drin. Der kann gar nicht steigen. Der fliegt ungefähr so gut wie ein Zentnerstein. Na, das wird ein Spaß. Die drei Spitzmäuse sitzen nebeneinander im Ballonkorb. Neben ihnen türmen sich Koffer und Kisten, Taschen und Schachteln. Nur ein Karton mit Luftlöchern im Deckel steht immer noch im Gras. Jetzt ist es kurz vor sechs. Gleich geht's los, kündigt das kleine Känguru an. Nun werdet ihr eingebildeten Vögel richtige fliegende Mäuse sehen. Ach, werden wir das? Fragt der Rabe spöttisch. Ich fürchte, deine Spitzmäuse fliegen keine 3 Zentimeter hoch. Wir können ja wetten, schlägt das kleine Känguru vor. Ich wette mit euch, dass ihr jetzt gleich Mäuse seht, die höher als unser Haus fliegen. Verliere ich meine Wette, dürft ihr jeden Morgen vor meinem Fenster Krach machen, so viel ihr wollt. Gewinne ich aber, darf sich nie mehr ein Vogel auf mein Fensterbrett setzen. Einverstanden? Einverstanden, rufen die Vögel durcheinander. Einverstanden. 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 Einverstanden, sagt auch der Rabe und reicht dem kleinen Känguru seinen rechten Flügel. Das kleine Känguru streckt die rechte Hand aus und schüttelt den Flügel. Damit ist die Wette gültig. So, die Wette gilt. Jetzt zeig sie uns doch mal, deine fliegenden Mäuse, sagt der Rabe. Ja, zeig sie uns, zeig sie uns, zeig sie, zeig sie, zeig sie. Rufen lachend die Vögel. Ich kann's gar nicht erwarten, das wird vielleicht ein Spaß, sagt der Rabe noch einmal. Dem wird der Spaß schon noch vergehen, flüstert die kleine Springmaus dem kleinen Hund ins Ohr. Das kleine Känguru ruft, kleiner Hund, öffne doch bitte mal den Karton. Der kleine Hund trottet langsam zur Schachtel mit den Luftlöchern und schiebt den Deckel beiseite. Was ist denn nun mit dem Ballon? Wann fliegt er denn endlich? Ruft der Rabe. Ja, wann fliegt er denn nun? Wir sind ja so gespannt, wir sind ja so gespannt, rufen die Vögel. Wer sagt denn was von einem fliegenden Ballon? Fragt das kleine Känguru. Ich habe niemals von einem fliegenden Ballon gesprochen, immer nur von fliegenden Mäusen. Und die werdet ihr jetzt gleich sehen. Die kleine Springmaus beugt sich über den Karton und ruft, ihr könnt rauskommen. Na, endlich, sagt eine Stimme aus der Schachtel. Wird langsam Zeit, sagt eine andere. 2 Fledermäuse steigen heraus. Sie setzen sich erst auf den Rand der Schachtel, dann breiten sie ihre Flughäute aus und flattern los. Sie fliegen 2-mal um das Hausdach, schwirren dicht über die verdutzten Vögel hin, umkreisen noch eine hohe Eiche und sind wenig später am Abendhimmel verschwunden. Das... Dem Raben hat es die Stimme verschlagen. Das waren aber Fledermäuse, kann er endlich sagen. Ja, ganz recht, Fledermäuse, sagt das kleine Känguru. Hausmäuse oder Haselmäuse, Spitzmäuse oder Springmäuse, Feldmäuse oder Fledermäuse. Was macht das schon aus? Hauptsache, 2 Mäuse sind geflogen und ich habe meine Wette gewonnen. Nicht nur der Rabe ist sprachlos, auch die anderen Vögel sitzen stumm und verblüfft auf Zaun und Hecke herum. Danke, liebe Spitzmäuse, dass ihr mitgespielt habt,
sagt das kleine Känguru. Ja, danke, liebe Cousinen, sagt auch die kleine Springmaus. Ohne euch wären die Vögel vielleicht selber draufgekommen, dass Fledermäuse gemeint waren und hätten nicht mitgewettet. Das kleine Känguru ruft den Vögeln zu. Nanu, warum seid ihr denn auf einmal so leise? Ach, es ist ja 6 Uhr, Schlafenszeit. Mhm. Gute Nacht. Und damit gehen das kleine Känguru, die kleine Springmaus, der kleine Hund und die Spitzmäuse ganz fröhlich ins Haus. Eines muss man den Vögeln lassen, so frech sie auch sind. Wenn sie eine Wette verloren haben, halten sie sich auch daran. Von nun an wurde das kleine Känguru nie mehr durch lautes Vogelgeschrei geweckt.